Hallo zusammen. Sony Mobile hat letzte Woche das Update für ihre Sony Xperia Mini SD15i veröffentlicht. Ihr Update auf Android 4.0.4. Und sie haben gesagt, dass man sich vorher informieren sollte, ob man wirklich updaten möchte, weil die Performance ein bisschen schwächer sein wird. Und um euch die Entscheidung leichter zu machen, kommt jetzt ein kleines Review. Mit dieser Version ist so, dass die Performance in der Tat etwas geringer ist. Dafür hat Sony einen Leistungsassistenten ins System eingefügt, über den man Apps, die vorinstalliert sind, deaktivieren kann. Was allerdings in dieser Version auch möglich ist, in den Einstellungen, indem man auf Apps geht, auf alle. Und dann unten erscheinen die Apps, die deaktiviert sind. Man könnte jetzt auch eine weitere App deaktivieren. Geht das hier? Ja, zum Beispiel diese App kann man deaktivieren. Und dann wird sie generell nicht mehr gestartet, was natürlich vorteilhaft ist, wenn sie sonst Arbeitsspeicher wegnehmen würde. Das geht nicht bei allen Apps, die vorinstalliert sind, aber bei einigen, was ich sehr positiv finde. Auf der linken Seite vom Homescreen habe ich ein Calendar-Widget und daran sieht man, dass es in der Tat etwas laggt, etwas stockt, die Grafik. Das zeige ich mal. Man sah jetzt das Wischen zum nächsten Screen ruckelte etwas. Das ist etwas, was seltener passiert. Wenn man hier mal durch die Menüs geht, sieht man, es funktioniert relativ gut. Bei der einen oder anderen Stelle ruckelt es tatsächlich etwas. Aber das ist alles zu verkraften, denke ich. Die Akkulaufzeit ist, ich habe keine kürzere Akkulaufzeit festgestellt. Es ist eigentlich so wie vorher, denke ich. Auch nicht besser, aber auch nicht wirklich schlechter. Temperatur ist hier bei 27 Grad, wird mir angezeigt. Das ist etwas erhöht, 1-2 Grad im Vergleich zu vorher, aber nichts Weltbewegendes. Mit dem Leistungsassistenten gibt Sony noch einen Stromsparmodus Assistenten, womit man ein weiteres Energieprofil anlegen kann, um Energie zu sparen. Ich denke nicht, dass es notwendig ist, weil man sowieso oder weil ich sowieso jede Nacht das Handy auflade und von daher das für mich nicht notwendig ist. Ich habe auch nicht wirklich den Sinn drin gesehen. Aber man kann da zum Beispiel die Bildschirmhelligkeit reduzieren lassen oder das WLAN ausschalten, wenn der Akku unter einem bestimmten Prozentsatz an Ladung fällt. RAM ist hier jetzt frei 63 MB. Das ist in der Regel etwas mehr. Also so zwischen 80 und 100 MB ist realistisch. Das ist im Vergleich zu vorher auch kaum weniger, wenn überhaupt. Die User Interface, die Benutzeroberfläche, ist wie vorher noch mit dem Corner UI, dass man hier die Apps in die Ecken schieben kann. Was verschwunden ist, ist die Möglichkeit, Screenshots zu schießen, wenn man auf die An-Aus-Taste drückt. Die Option gibt es nicht mehr. Im Lockscreen selbst gibt es jetzt die von Android bekannte Möglichkeit, auf der rechten Seite direkt zur Kamera zu springen. Auch hier laggt es etwas, ist aber zu verkraften, denke ich. Auf dem Lockscreen kann man auch direkt in die Notifications springen. Und man kann Notifications einzeln jetzt rauswerfen. Wenn man Musik hört und den Lockscreen anhat, hat man die Kontrollelemente für die Musik auf dem Lockscreen, was ich gut finde, ist auch neu. Und zur Update-Prozedur noch ein kurzes Wort. Das lief bei mir sehr gut, kam zu keinem Problem oder so. Nur nach dem ersten Mal booten waren die Albencover weg,
So circa 20% der Cover waren nicht mehr angezeigt. Die musste ich dann von der SD-Karte nehmen, Media rescannen, wieder auf die SD-Karte kopieren und nochmal die Media-Bibliothek aktualisieren lassen. Aber das war alles im Bereich des Machbaren. Und wenn ich jetzt empfehlen sollte, ob man auf 4.0 updaten sollte oder nicht, würde ich sagen, auf jeden Fall, dass die vielen Verbesserungen, die geliefert werden, sind es auf jeden Fall wert, diese paar kleinen Ruckeleien in der Oberfläche zu akzeptieren. Ansonsten finde ich, ist es zu keinen Performance-Einbußen gekommen. Das ist alles in Ordnung und da hat Sony gute Arbeit geleistet, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat.